Viel Spaß bei unserem kleinen Rundgang. Hallo, wir sind Elias und Moritz und wir sind die Schülerpaten der 5a. Wir wollen euch jetzt unseren Lieblingsort an der Schule sagen, und zwar ist das der untere Sportbereich. Also wir sind jetzt hier in unserer Sporthalle und hier haben wir eine Kletterwand, wo man in der Mittagspause in der Kletter-AG klettern kann, wie man im Hintergrund sieht. Und wenn mehrere Klassen gleichzeitig Sport haben, kann man die Sporthalle auch in drei Hallendrittel unterteilen mit guten Vorhängen hier. Und wir haben außerdem noch zwei Basketballkörbe, die man runterfahren kann. Also das ist unser Stadion und hier haben wir im Sommer sehr oft Sportunterricht. Und man kann zum Beispiel auf dem Rasen Fußball spielen oder auf der Tatanbahn Cooper-Test laufen. Hier sind wir auf einem roten Platz und hier kann man Basketball und Fußball spielen, wie man hier an den Toren und an den Basketballkörben sieht. Gerade bei unseren Fünftklässlern ist es sehr beliebt, da wir auch in den Pausen viel mit den Fünftklässlern hier Fußball spielen. Genau, das waren unsere Sportangebote am Gymnasium Eng. Und jetzt kommt Paul und zeigt euch die Naturwissenschaften. Dieser naturwissenschaftliche Bereich erstreckt sich auf vier Fachräume, den NWT-Saal, in dem wir hier gerade stehen, den Bioraum, den Physiksaal und den Chemiesaal. Physik und Chemie sind ein Stockwerk höher, genau auf der gleichen Höhe wie wir. Wenn ihr von der ganzen Tour jetzt schon Durst bekommen habt, hier in dem naturwissenschaftlichen Bereich gibt es auch den Trinkautomat, da kann man sich dann Trinken auffüllen, wenn man seine eigene Flasche dabei hat. Und als nächstes wird euch dann noch ein Klassenraum vorgestellt, dafür geht es ganz nach unten ins Schulhaus. Wir sind zwei der momentanen Schülerpartner. Zuerst einmal stellen wir euch ein Lehrerbüro vor. Dies ist das Lehrerbüro der momentanen 5b und 5a. Das Tolle an den Büros ist, dass sie sich direkt neben den Klassenzimmern befinden. Das heißt, ihr seid sehr, sehr schnell bei euren Ansprechpartnern, wenn es mal Probleme oder irgendwelche Fragen geben sollte. Im Klassenzimmer selber gibt es auch ein paar coole Sachen. Zum Beispiel gibt es die Hausaufgabentafel, genau, damit ihr alle Aufgaben und wichtige Termine einfach direkt auf einen Blick habt, zum Beispiel für eine Klassenarbeit. Genau, außerdem dürft ihr euer Klassenzimmer auch mit eigenen Ideen schmücken. Die 5B hat hier zum Beispiel als Dekoration ein paar Sterne und so eine kleine Kette hingehängt. Mit Absprache der Lehrer habt ihr sogar die Möglichkeit, euer Klassenzimmer ein bisschen selber einzurichten. Die 5B hat hier zum Beispiel so eine kleine Bücherei eingerichtet. Genau. Ein Merkmal, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag an den Klassenzimmern hier auf der untersten Etage, sind die eigenen Zugänge auf dem Pausenhof. Ihr habt hier auch Spielekisten mit Springseilen, Badmintonschlägern und vielen anderen schönen Sachen. Viele tolle AGs hier. Eine davon ist die Mira-AG. Wir können uns bei der Mira-AG anmelden und lernen, wie wir mit dem Hund umgehen. Einmal in der Woche haben wir Klassenlehrerstunde. Dort halten wir meist einen Klassenrat ab. Wenn es etwas zu besprechen gibt, zum Beispiel einen Spieleabend oder einen Wandertag, dann reden wir hier darüber. Wir schreiben alles in unserem Klassenratsbuch rein. Ganz besonders wichtig ist der Klassenrat aber, wenn man etwas auf dem Herzen hat. Wenn wir etwas besprechen wollen, können wir es auf einen Zettel schreiben und in den Klassenratsbriefkasten werfen. In unserem Klassenrat, den wir euch gerade vorgestellt haben, liegen bestimmte Regeln vor. Die wichtigste ist aber, dass nur einer redet. Der, wo dann dies tut, hat einen Gegenstand oder Maskottchen in der Hand. Zum Beispiel den hier. Das war unser kleiner virtueller Rundgang. Wir hoffen, er hat euch gefallen. Mehrere Infos zum Anmeldetag und zum Elterninfotag findet ihr auf unserer Homepage. Wir hoffen, wir sehen euch nächstes Schuljahr.